Kapitel 4. Ich möchte eines klarstellen, sagte ich, während ich in Dads Arbeitszimmer Platz nahm. Ich habe nicht den Wunsch zu heiraten. Er nickte. Ich habe Verständnis dafür, dass du nicht gleich heute heiraten willst. Aber es stand schon immer fest, dass du es eines Tages tun musst, Adlin. Du bist dazu verpflichtet, die königliche Linie fortzuführen. Ich hasste es, wenn er so über meine Zukunft sprach. Als wären Sex, Liebe und Kinder keine schönen Dinge, sondern Pflichten, mit denen man sich nur befasste, um das Land zusammenzuhalten. Dabei war es doch das, worauf ich mich am meisten freute. Denn sollte das nicht das Beste an meinem Leben sein, die wahren Freuden? Ich schüttelte die Gedanken ab und konzentrierte mich auf die vor mir liegende Aufgabe. Das verstehe ich ja. Und was die Wichtigkeit betrifft, so bin ich einer Meinung mit dir, erwiderte ich diplomatisch. Aber hast du dir während des Castings nie Gedanken gemacht, dass unter den 35 Mädchen vielleicht gar nicht die richtige für dich dabei ist? Oder dass die Mädchen aus den falschen Gründen teilnehmen könnten? Seine Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. In jedem wachen Moment und die halbe Zeit, wenn ich schlief. Er hatte mir ein paar vage Geschichten über ein Mädchen erzählt, das ihm so sehr nach dem Mund redete, dass er sie kaum ertragen konnte. Und dann über eine andere, die ständig versucht hätte, das Casting zu manipulieren. Ich kannte kaum Namen oder Einzelheiten. Und das war mir auch recht so. Der Gedanke, Dad hätte sich möglicherweise statt einem Mom in eine andere verlieben können, hatte mir nie gefallen. Und weil ich nun als erste Frau die Krone innehaben werde, bist du da nicht der Meinung, es sollte einige Regeln geben, was die Männer betrifft, die am Casting teilnehmen? Er neigte den Kopf. Sprich weiter. Um sicherzustellen, dass es nicht irgendein Psychopathen im Palast schafft, wird man die möglichen Kandidaten doch bestimmt überprüfen, oder? Natürlich. Dad grinste, als ob dies keine berechtigte Sorge wäre. Ich traue trotzdem nun mal nicht jedem zu, dass er dieses Amt mit mir zusammen ausfüllen kann. Deshalb, ich seufzte tief, willige ich nur dann in diese alberne Nummer ein, wenn du mir ein paar kleine Versprechen gibst. Dieses Casting ist keine alberne Nummer. Es hat eine unglaubliche Erfolgsbilanz. Aber bitte, sag mir, was du willst. Erstens, die Teilnehmer sollen die Freiheit haben, auf eigenen Wunsch hin jederzeit abreisen zu dürfen. Keiner soll sich verpflichtet fühlen, hier zu bleiben, wenn ich oder das Leben im Palast ihm nichts bedeuten. Dem stimme ich voll und ganz zu, sagte Dad mit Nachdruck. Wie es schien, hatte ich einen Nerv getroffen. Wunderbar. Zweitens, auch wenn du vielleicht gegen diese Idee bist, falls ich am Ende des Castings keinen passenden Kandidaten gefunden habe, blasen wir die Sache ab. Kein Prinz, keine Hochzeit. Aha, sagte er, beugte sich auf seinem Stuhl vor und wies anklagend mit dem Finger auf mich. Wenn ich dir das zugestehe, wirst du sie alle am ersten Tag ablehnen. Du wirst es nicht einmal versuchen. Ich schwieg und überlegte. Und wenn ich dir einen gewissen Zeitraum garantiere? Ich lasse das Casting, sagen wir, 3 Monate laufen. Wenn ich danach keinen geeigneten Partner gefunden habe, werden alle Bewerber nach Hause geschickt. Er fuhr sich mit der Hand über den Mund und verlagerte sein Gewicht ein wenig, bevor er mich eindringlich ansah. Adlin, du weißt, wie wichtig das ist, oder? Selbstverständlich, entgegnete ich, denn mir war der Ernst der Lage sehr wohl bewusst. Ich spürte ein falscher Schachzug und mein Leben nahm einen Verlauf, den ich nie mehr würde korrigieren können. Du musst es machen. Und du musst es gut machen, zum Wohle aller. Unsere ganze Familie steht nun mal im Dienst unseres Volkes. Ich schaute zur Seite. Wenn überhaupt, dann hatte ich das Gefühl, als wären es Mom, Dad und ich, die sich opferten, während die anderen taten, was ihnen gefiel. Ich lasse dich nicht im Stich, versprach ich ihm. Tu du, was nötig ist. Verfolg deine Pläne. Finde einen Weg, unser Volk zu besänftigen. Und ich verschaffe dir die Zeit, um alles zusammenzuführen. Er betrachtete nachdenklich die Zimmerdecke. 3 Monate? Und du schwörst, du wirst es versuchen? Ich hob die Hand. Ich gebe dir mein Wort. Sogar schriftlich, wenn es sein muss. Aber ich kann dir nicht versprechen, dass ich mich verliebe. Oh, lass dich überraschen. Das geht vielleicht schneller, als du denkst, sagte er wissend.
Aber ich war nicht er und ich war nicht Mao. Und egal wie romantisch er das alles fand, ich dachte an nichts anderes als an 35 laute, unausstehliche, komisch riechende Jungs, die in mein Zuhause einfallen würden. Daran war nichts Zauberhaftes und erst recht nichts Romantisches. Dann ist es abgemacht. Ich stand auf, kurz davor einen Freudentanz aufzuführen. Wirklich? Wirklich. Ich nahm seine Hand und mit einem einzigen Schütteln besiegelte ich meine Zukunft. Danke, Dad. Bevor er mein breites Grinsen bemerken konnte, lief ich aus dem Zimmer, wobei ich bereits darüber nachgrübelte, wie ich möglichst viele Teilnehmer dazu bringen konnte, aus freien Stücken abzureisen. Wenn es sein musste, konnte ich recht furchteinflößend wirken. Oder ich fand Mittel und Wege, den Palast in einen sehr ungastlichen Ort zu verwandeln. Und ich hatte eine Geheimwaffe, nämlich Osten, der durchtriebenste von uns allen war und den ich bestimmt nicht lange darum bitten musste, mir bei meinen Plänen zu helfen. Dass ein ganz gewöhnlicher junger Mann mutig genug war, sich den Herausforderungen eines Prinzendaseins zu stellen, imponierte mir sehr. Doch niemand würde mich an sich binden, bevor ich nicht bereit dazu war. Und das würde ich in diesen armen Trotteln schon mehr als deutlich machen. Das Studio war stets klimatisiert, doch sobald die Scheinwerfer angingen, hätten wir genauso gut in einem Backofen sitzen können. Deshalb wählte ich schon seit Jahren nur luftige Kleider für den Bericht. Heute Abend trug ich ein schulterfreies Kleid. Wie immer hatte ich ein klassisches Outfit ausgesucht, aber eben keins, in dem ich einen Hitzschlag erleiden würde. »Du siehst bezaubernd aus«, bemerkte Mom und zupfte an den kleinen Rüschen an den Ärmeln. »Danke, du auch«, sie lächelte und wischte einen winzig kleinen Fussel von meinem Arm. »Vielen Dank, mein Schatz. Das ist sicher alles ein bisschen viel für dich, aber ich glaube, das Casting wird für uns alle von Vorteil sein. Du bist viel allein und deine Hochzeit ist etwas, über das wir früher oder später ohnehin Gedanken machen müssten. Und es wird das Volk glücklich machen, ich weiß.« Ich versuchte, meinen Kummer so gut es ging zu verbergen. Zwar waren die Zeiten, in denen man Königstöchter an andere Länder verschacherte, vorbei, aber das hier fühlte sich nicht viel anders an. Kapierte sie das denn nicht? Ihr Blick wanderte von meinem Kleid hoch zu meinem Gesicht. Irgendetwas in ihren Augen verriet mir, dass es ihr leid tat. Zweifellos kommt es ihr wie ein Opfer vor. Und das stimmt ja auch. Wenn man sein Leben in den Dienst des Volkes stellt, tut man viele Dinge nicht, weil man sie tun will, sondern weil man sie tun muss. Sie schluckte. Doch auf diesem Wege habe ich euren Vater und meine engsten Freundinnen gefunden und die Erfahrung gemacht, dass ich stärker bin, als ich je von mir dachte. Ich weiß von der Vereinbarung, die du mit deinem Vater getroffen hast. Falls das Casting endet, ohne dass du den richtigen gefunden hast, dann ist es eben so. Doch bitte sei offen für neue Erfahrungen und hasse uns nicht dafür, dass wir dich darum gebeten haben. Ich hasse euch nicht. Als wir dir die Sache vorgeschlagen haben, hast du es aber zumindest erwogen, sagte sie mit einem Lächeln. Hab ich nicht recht? Ich bin 18. Ich bin genetisch darauf programmiert, mich mit meinen Eltern zu streiten. Ich habe nichts gegen einen ordentlichen Streit, solange du weißt, wie sehr wir dich lieben. Ich umarmte sie. Und ich liebe euch. Versprochen. Einen Moment lang hielt sie mich fest. Dann wich sie zurück und glättete mein Kleid, um sicherzustellen, dass ich noch immer makellos aussah. Dann ging sie Dad suchen. Ich nahm meinen Platz neben Aaron ein. Süß guter Schwesterchen, wie eine Braut. Ich setzte mich anmutig auf meinen Stuhl. Noch ein Wort und ich rasiere dir den Schädel kahl, während du schläfst. Ich hab dich auch lieb. Vergeblich verkniff ich mir das Lächeln. Aaron wusste sowieso immer, was mit mir los war. Der Raum füllte sich mit den Mitgliedern unseres Haushalts, weil General Liger seinen Rundgang machte, saß seine Frau Lucy allein. Mr. und Mrs. Woodwork hatten mit Kyle und Josie hinter den Kameras Platz genommen. Weil ich wusste, wie viel Mrs. Woodwork Mom bedeutete, behielt ich für mich, wie schrecklich ich ihre Kinder fand. Kyle war nicht so unausstehlich wie Josie, doch in den vielen Jahren unserer Bekanntschaft hatte ich nie auch nur ein interessantes Gespräch mit ihm geführt. Sollte ich jemals unter der schwerer Schlaflosigkeit leiden, würde ich ihn anheuern, damit er in meinem Zimmer saß und redete. Problem gelöst.
Und Josie? Mir fehlten die Worte, um zu beschreiben, wie erbärmlich dieses Mädchen war. Dads Berater erschienen und verbeugten sich beim Hereinkommen. Es gab nur eine Frau in Dads Kabinett, Lady Bryce Manor. Sie war hübsch und zierlich, und ich hatte keine Ahnung, wie es einer dermaßen zurückhaltenden Person gelang, in der politischen Arena zu bestehen. Noch nie hatte ich erlebt, dass sie die Stimme erhob oder wütend wurde, aber die Leute hörten ihr trotzdem zu. Mir hörten die Männer nicht zu, es sei denn, ich wurde streng. Lady Bryce Gegenwart brachte mich auf einen Gedanken. Was würde geschehen, wenn ich als Königin ausschließlich Frauen zu Beraterinnen machte? Das könnte ein interessantes Experiment werden. Die Vorsitzenden und Berater lieferten ihre Mitteilungen und Berichte ab und schließlich wandte sich Gavril an mich. Gavril Fadays Haare waren nach hinten geklatscht und silbergrau, aber es hatte ein sehr attraktives Gesicht. Erst kürzlich hatte er davon gesprochen, in Rente gehen zu wollen. Doch angesichts des bevorstehenden großen Ereignisses würde er noch ein bisschen länger durchhalten müssen. Zum Abschluss unseres heutigen Programms, Elea, haben wir noch aufregende Neuigkeiten für Sie. Und keiner wäre besser geeignet, sie Ihnen mitzuteilen, als unsere zukünftige Königin, die wunderschöne Aedlyn Schrieff. Er wies mit großer Geste in meine Richtung und unter höflichem Applaus schritt ich über das Podium. Gavril umarmte mich kurz und küsste mich auf beide Wangen. Willkommen, Prinzessin Aedlyn. Dankeschön, Gavril. Ich will ehrlich sein, es fühlt sich an, als sei es erst gestern gewesen, als ich die Geburt von Ihnen und Ihrem Bruder Aaron verkündet habe. Ich kann nicht glauben, dass es schon mehr als 18 Jahre her ist. Das stimmt, wir sind erwachsen geworden. Mit innigem Blick schaute ich zu meiner Familie hinüber. Sie stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben. Ich denke, ganz Elea wartet mit Spannung, was Sie tun, wenn Sie in ein paar Jahren Königin werden. Das wird bestimmt eine aufregende Zeit, aber ich bin nicht sicher, ob ich mit dem Geschichteschreiben wirklich so lange warten will. Ich versetzte ihm einen scherzhaften Stoß in die Rippen und er täuschte Überraschung vor. Nun, warum erzählen Sie uns nicht, was Sie im Sinn haben, Eure Hoheit? Direkt vor Kamera C straffte ich die Schultern und lächelte. Über die Jahre hat sich unser großartiges Land sehr verändert. Allein zu Lebzeiten meiner Eltern haben die Rebellen ihren Widerstand fast vollständig aufgegeben. Und obwohl wir noch immer vor Herausforderungen stehen, erfährt Elea nicht länger eine imaginäre Teilung durch das Kastensystem. Wir leben in einer Ära außergewöhnlicher Freiheit. Und mit Freude erwarten wir, dass unsere Nation sich weiter entfaltet. Ich dachte daran zu lächeln und deutlich zu sprechen. In jahrelangem Unterricht hatte man mir die nötigen Techniken eingetrichtert, mir beigebracht, wie man ein Publikum ansprach. Also traf ich genau den richtigen Ton, als ich die Neuigkeit verkündete. Und das ist großartig. Aber ich bin trotzdem auch noch ein 18-jähriges Mädchen. Das überschaubare Publikum aus Gästen und Beratern schmunzelte. Es wird mit der Zeit ein bisschen langweilig, wenn man die meisten Stunden des Tages zusammen mit dem eigenen Vater im Büro verbringt. Nichts für ungut, Eure Majestät, fügte ich an Dad gewandt hinzu. Schon gut, rief er zurück. Aus diesem Grund finde ich, dass es Zeit für eine Veränderung wird. Zeit, nach jemandem Ausschau zu halten, der nicht nur mit mir zusammen die sehr anspruchsvolle Aufgabe des Regierens meistert, sondern der auch ein Gefährte fürs Leben ist. Und um diesen Menschen zu finden, hoffe ich, dass Elea mir meinen sehnlichsten Wunsch gewährt, ein Casting abzuhalten. Die Berater schnappten nach Luft und fingen an zu tuscheln. Ich bemerkte die schockierten Gesichter der Bediensteten. Erst jetzt wurde mir klar, dass Gavril der Einzige war, der Bescheid gewusst hatte, was mich überraschte. Schon morgen werden Briefe an alle geeigneten jungen Männer in Elea verschickt. Sie haben 2 Wochen Zeit, um zu überlegen, ob sie um meine Hand werben wollen. Natürlich ist mir bewusst, dass wir damit Neuland betreten. Noch nie haben wir ein Casting mit männlichen Kandidaten abgehalten. Doch obwohl ich 3 Brüder habe, freue ich mich sehr darauf, einen weiteren Prinzen kennenzulernen. Und ich hoffe, ganz Elea freut sich mit mir. Ich machte einen kleinen Knicks und ging zurück zu meinem Platz. Mama und Dad strahlten mich voller Stolz an und ich redete mir ein, dass ich mit ihrer Reaktion zufrieden sein konnte. Obwohl mir das Blut in den Ohren rauschte, ich hatte das untrügliche Gefühl, als hätte ich etwas übersehen. Es klaffte ein großes Loch in dem Sicherheitsnetz, das ich für mich gespannt hatte. Doch ich konnte nichts weiter tun.
Ich hatte mich soeben selbst in den Abgrund gestürzt.